So, und weiter geht's mit Final Fantasy 6. Ja, nachdem wir erfolgreich den Ende haben, stürzen wir uns noch einmal ins Getümmel und hoffen, dass diesmal Bannon nicht vom Tentakel getroffen wird. Ja, los, bla bla bla. Bestens im Grunde genommen den guten Ultros und Terra im Grunde genommen teilweise auch für das Heim zuständig zu machen. Jedes Final Fantasy
sieht. Und das ist die... das Crystal-Theme, was ich ja schon mal gesagt habe. Zu hören im Detail ist es, wenn man schon eine Speicherung hat. Und dann quasi eine Speicherung lädt und... oder ein neues Spiel anfangen. Dort wird in diesem Teil hier das Crystal-Theme abgespielt. Und dann kam ein Level, das finden wir schon. Was auch übrigens auch so eine Tatsache ist, die Blitzfähigkeit von Sabine, die trifft übrigens irgendeinen bestimmten Gegner, sondern zielt auf irgendeinen. Ich glaube, er nimmt gleich den ersten. Große Glück haben, direkt wieder von den Endgegnern zu sehen. Von diesen Kämpfen wurden jetzt zu mehrfach als Fehlschlag herausgestellt haben, kann man wirklich nur sagen, nutzt wirklich die Chance, wenn ihr das Spiel spielt, zum Trainieren, weil sonst kann man wirklich Probleme. Links. Nee, im Links fahren wir. Also gehen wir mal hoch. Und hoffen mal, dass es uns, ja, im Kreis führt. Immer wenn wir noch ein paar Kämpfe bestreiten. Und man kann ja wirklich sehr entspannend trainieren, da ja eben als Banner die ganze Zeit über heilen kann. Da hat Terror und Devin Level bekommen. Blindheit, ja gut, könnte ich jetzt mit den guten Augentropfen zwar kurieren, aber nicht wirklich sinnvoll ist. Ja, Banden bekommen jetzt nochmal ein Level. Und
versuchen wir jetzt mal, und meine Zeit ist auch wieder abgelaufen. Das bedeutet, dass ich hier jetzt auch den Cut mache. Und ja, ich